Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dieses Rehkitz malst. Ja, und dafür brauchst du natürlich erst einmal dein Bullet Journal oder eben einfach ein Stück Papier, dann ein Micron Fineliner, ein Stabilo Pen, ein Radiergummi, ein paar Bleistifte und natürlich die Zebra Maltliner, um später zu kolorieren. Kann es jetzt auch schon losgehen? Zunächst einmal male ich das Rehkitz vor, einfach mit einem Bleistift, weil auf diese Weise kann ich natürlich noch schön korrigieren. Also ich fange mal mit dem Körper an, du hast gesehen, das ist wie so ein Oval, dann halt der Kopf und von da aus fange ich dann an, so ein paar Details hinzuzufügen. Wichtig ist, dass du immer erst alle geometrischen Formen malst, die der Körper zu bieten hat, weil von da aus, da hast du einen Ausgangspunkt und kannst sehr viel einfacher Details hinzufügen. An dieser Stelle kannst du bereits erkennen, dass das Ganze schon die Form eines Rehkitz angenommen hat. Und du siehst, ich gehe einfach mit dem Bleistift noch mal ein paar Striche nach, andere lasse ich weg. Einfach, ja, was brauche ich da jetzt noch und was brauche ich nicht mehr? Und den Rest, den radiere ich gleich weg. Aber zunächst einmal gehe ich mit dem Micron Fineliner drüber. Das Schöne daran ist, dass ich das gleich wegradieren kann, ohne dass es schmiert. Ja, und wenn ich das getan habe, ja, dann sieht das Ganze wie ein Rehkitz aus. Und ich bin die ganzen restlichen Linien los, die ich hier nicht mehr benötige. Und dann komme ich ja an die Details, ne? Jetzt male ich mit dem Stabilo Fineliner die Flächen nach, die schwarz gefüllt werden, hier wie die Nase, das Auge, natürlich die Augenbraue, wobei die kannst du auch besser mit dem Micron Fineliner malen, dann guckt es nicht ganz so böse, ne? Und natürlich hier die Hufe, die kriegen jetzt auch eine schwarze Färbung und das ist alles sehr viel einfacher mit dem Stabilo Pen, weil er eben eine breite Spitze hat. Und zu guter Letzt wird das Rehkitz jetzt noch koloriert. Dafür habe ich hier die Zebra Maltliner. Du kannst natürlich auch jeden anderen Farbstift nehmen. Das Schöne daran ist, dass der Farbstift ja so richtig nass ist sozusagen. Ja, der hat so Tropfnasen. Und schön ist, dass wenn ich dann nochmal drüber gehe, das Ganze ein bisschen dunkler wird, ein bisschen heller wird. Eben wie das Ganze auch ja in echt ist, ne? Also das Fell ist ja nie so einheitlich braun und deswegen sieht das dann meiner Meinung nach auch schöner aus. Du kannst dich natürlich auch an Wasserfarben versuchen oder am Buntstiften, was immer du da hast. Jetzt hier noch ein paar weiße Flecken gelassen,
die umrande ich einmal mit dem Micron Fineliner und anschließend nehme ich den weißen Edding und gehe damit drüber. Und noch so ein bisschen was kommt auch noch in den Hintergrund, nämlich ein paar Blätter und ein bisschen Rasen, damit das Ganze eine kleine Dimension zumindest bekommt. Da habe ich mich jetzt irgendwie gerade erst zu entschieden. Ja, du wirst jetzt gleich sehen, dass das Ganze dann ja schon etwas anders aussieht, als wenn das Rehkitz hier so einfach auf dem Blatt rumsteht. Das kleine Rehkitz ist auch schon fertig. Du siehst, jetzt hast du auch ein bisschen Rasen bekommen. Du kannst es dann ganz natürlich auch noch viel detaillierter malen. Das bleibt natürlich dir überlassen. Aber für mich ist das eine Coverpage für den November. Deswegen fand ich das mit den Blättern eigentlich ganz schön. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht klickst du auch die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video hochlade. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!